ist, droht jeder vierten Lebensversicherung das aus. Da droht die Zahlungsunfähigkeit. Es ist aber schon interessant, wie nervös dann eine Signal-Iduna auf solche Beiträge reagiert. Laut einer Studie des Bundes der Versicherten droht jeder vierten Lebensversicherung das aus. Das haben wir zum Anlass genommen, einen Artikel auf Wall Street Online zu veröffentlichen. Und die Anwälte der Signal Iduna sind dagegen vorgegangen. Mehr dazu verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers Rechtsanwälte aus Köln. Wir sind eine Verbraucherrechtskanzlei und beschäftigen uns unter anderem mit dem Thema Rückabwicklung Lebensversicherung. Wenn dir dieses Video und dieser Channel gefällt, dann lass doch ein Abo da. Läute die Glocke, dann bist du immer sofort informiert, wenn wir News für dich haben. Der Bund der Versicherten hat sich mal wieder gemeldet und hat eine Schockstudie herausgebracht. Nach dieser Studie droht jeder vierten Lebensversicherung das aus. Früher war ja die Lebensversicherung so das Lieblingsprodukt der Deutschen und die Lebensversicherung galt so, naja, als das konservative Altersvorsorgeprodukt. Schon vor Jahren gab es die ersten Meldungen, dass die Lebensversicherung als Produkt die größte Volksverarsche in Deutschland sei. Woran liegt das Ganze? Nun ja, man hat den Leuten einen sogenannten Garantiezins versprochen und darüber hinaus noch mit einer Zinsentwicklung im Laufe der Jahre von 7-8% geworben. Und dann kamen natürlich astronomische Summen hinten raus, wenn man denn mal in Rente geht. Das ist mitnichten so. Den Versicherern macht natürlich zum einen die Zinsentwicklung das gesamte Geschäft kaputt. Und zum anderen hat man verschwiegen, dass sich der Garantiezins gar nicht auf die gesamten Prämien bezieht, sondern es gibt drei Töpfe. Die Prämie, wenn ich 100 Euro Prämie zahle, dann geht der erste Teil in den Provisionstopf für den Vermittler, der zweite große Teil geht in die Verwaltungskosten und je nach Gesellschaft zwischen 50% und 65% gehen nur in den Sparanteil, in den Spartopf. Das heißt, zuerst müssen die ersten beiden Töpfe befüllt werden und wenn die voll sind, haben wir erst den Spartopf. Und der Garantiezins bezieht sich nur hinten auf den Spartopf und ist effektiv daher fast 50% niedriger als das, was der Versicherte eigentlich annimmt. Nun ist es so, dass die Lebensversicherungen ja schon lange wanken und so wundert es nicht, dass der Bund der Versicherten in seinem letzten Solvenzbericht hier, der liegt uns vor und gleichzeitig gibt es eine Analyse von einem Dr. Carsten Zilke, ist alles im Internet abrufbar, kommt man halt zu den Ergebnissen, dass viele Versicherer eine negative Gewinnerwartung haben. Und unter anderem sind das die Nürnberger Beamtenlebensversicherung, die R&V, die Sparkassenversicherung Sachsen, die Süddeutsche Lebensversicherung, die Universa, die Signal Iduna und die VPV Lebensversicherung. Darüber hinaus kommt man noch zu dem Ergebnis, dass es Versicherer gibt mit einer geringen Solvenz, das heißt, da droht die Zahlungsunfähigkeit. Darunter würden fallen die Concordia, die DBK Leben, die Ergo LV, Frankfurter Münchner LV, die Hokoburg, die Neue Leben LV, öffentliche LVA Oldenburg und die VRK LV, vormals Familienfürsorge LV. Und fünf Unternehmen sind sogar doppelt in Not. Das heißt, da haben wir keine Gewinnerwartung und auch gar keine Solvenz mehr. Das ist die DEVK LV, die Frankfurter LV, die Landeslebenshilfe VVAG, PBLV AG und die Rheinland LV AG. Diese katastrophalen Aussichten aus dem Bericht des Bund der Versicherten haben wir zum Anlass genommen, einen Artikel zu veröffentlichen bei der Wall Street Online und haben da auch die Signal Iduna namentlich genannt. Die Anwälte der Signal Iduna haben sich dann an die Rechtsabteilung der Wall Street Online AG gewandt mit der Bitte um Löschung des Artikels. Hier sagt man, die Studie, auf welche der gegenständliche Beitrag Bezug nimmt, kategorisierte unsere Mandantin zum einen nicht als Versicherer, dem die Zahlungsunfähigkeit droht, sondern lediglich als Versicherer mit Verlusterwartung, was ebenfalls unzutreffend ist.
Zum anderen definierte der Bund der Versicherer für sich eine Kennzahl Gewinnerwartung. Die Kennzahl erlaubt keine Aussage zu zukünftigen Gewinnen der Gesellschaft. Sie bezieht sich nur modellhaft auf die zukünftige Gewinnerwartung aller Prämien im Bestand und stellt eine Momentaufnahme in Abhängigkeit von vielen Größen am Kapitalmarkt und ausdrücklich keinen bilanziellen Wert dar. Also, man will sagen, dass die Studie des Bundes der Versicherten falsch ist. Man sei nicht zahlungsunfähig. Man gibt zwar zu, dass man vielleicht eine negative Gewinnerwartung habe, aber eine negative Gewinnerwartung würde sich nicht letztendlich auf die Bilanz der Signal Iduna auswirken. Das zusammengefasst sagen die Anwälte hier. Wir haben jetzt natürlich nicht die Bilanzen der Signal Iduna kontrolliert, sondern haben uns auf den Bericht des Bund der Versicherten verlassen, und das ist ein sehr ausführlicher Bericht, die gehen da sehr tief. Wir verlinken auch gerne den Bericht hier, wenn du da Interesse haben solltest. Es ist aber schon interessant, wie nervös dann eine Signal Iduna auf solche Beiträge reagiert. Letztendlich schwankt die ganze Branche und aufgrund der Zinsentwicklung und aufgrund dessen, es befinden sich viele Lebensversicherer im Run-off, und das dürfte unstreitig sein, dass die Lebensversicherung an sich ein schlechtes Produkt ist. Es dürfte auch unstreitig sein, dass ganz, ganz viele auf in der Branche Lebensversicherung, ganz viele Versicherer mit dieser Sparte nicht zufrieden sind, dass die Gesellschaften, die Konzerne froh wären, sie könnten ihre Sparten abstoßen. Deswegen sind ja viele im Run-off, man versucht, Pakete zu verkaufen. Und dann kommen natürlich noch so Anwälte wie wir, die dann eine Lösung anbieten mit der Rückabwicklung. Denn auch hier sind viele Widerspruchsbelehrungen falsch. Da hat der BGH ja entschieden, die Lebensversicherungen zwischen 1994 und 2007, da sind extrem viele Widerspruchsbelehrungen fehlerhaft. Und das führt wiederum zu der Rückabwicklung. Das heißt, die Berechtigten bekommen sämtliche eingezahlten Prämien zurück, abzüglich der Dinge, die sie tatsächlich auch erhalten haben in dem Zeitraum, also meistens Todesfallschutz. Das heißt, so circa 92% der Prämien werden allein durch die Widerspruchsmöglichkeit zurückerstattet. Und das ist schon mehr, als bei vielen momentan als Rückkaufswert rauskommt. Dazu steht dem Versicherten noch ein Nutzungsersatz zu, und dieser Nutzungsersatz ist häufig, beträgt nochmal so zwischen 20% und 50% des Rückkaufwertes. Das heißt, letztendlich durch die Widerspruchslösung hat der Versicherte die Möglichkeit, aus seiner LV, die bei fast allen Versicherern, was die gesamte Branche betrifft, bei weitem nicht das ausgibt, was vorher versprochen wurde, dann auch die Möglichkeit, doch noch ein gutes Geschäft zu machen, und mit dem Kapital dann, das kann man dann gegebenenfalls in andere Produkte anlegen. Also, man sieht hier die Nervosität einer gesamten Branche. Wir bieten die Widerspruchslösung hier an, die halte ich auch für durchaus sinnvoll. Wenn auch du da Interesse hast, melde dich einfach bei uns, schreib im Zweifel eine E-Mail an die office@mingers.law. Und dann schauen wir uns auch kostenlos gerne deine Versicherungspolice an und geben dir Rückmeldung, ob bei dir da auch was zu machen ist. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.